Boss Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen zur finalen Schlacht gegen Gwyn in die Schlacht. Ja, und dazu nehmen wir mal den Dust-Kronenring einfach weg und packen den Red Tearstone-Ring rein. Aktivieren innere Kraft. Ja, und dann hier noch schön die Träne auswählen, denn damit möchte ich ihn versuchen zu one-shotten. Und dann geht auch die wilde Fahrt los. Und was ich mir ausgedacht habe, wenn er auf mich zuspringt, versuche ich zu parieren. Dann habe ich nämlich Zeit und dann müsste es gehen. Parry und Träne und 4-2-42. Bam! Das war Gwyn. Ja, schöner Kampf. War ja auch schon jetzt ein bisschen herausfordernd. Ich sage aber an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Denn das war natürlich jetzt quasi das Ende des Caster Let's Plays. So, nochmal ein Pülchen. Möchte hier nicht sterben. Ich sage an der Stelle aber einfach nochmal Yay! Danke an alle Zuschauer. Yay! Schön, dass ihr auch die zweite Staffel geschaut habt. Und yay! Es wird definitiv Dark Souls 2 auf meinem Kanal geben. Da gibt es in den nächsten Tagen auch noch ein kleines Info- oder Special-Video. Ob ich tatsächlich jetzt noch eine dritte Season mache? Ich denke fast ja. Muss aber auch erstmal schauen, was ich denn dann genau mache. Da muss ich mir erstmal wieder ein Konzept ausdenken. In der Zwischenzeit wird es dementsprechend Demon Souls jetzt häufiger geben. Was ja ein bisschen jetzt die letzten Tage nicht kam. Wie gesagt, Gamescom und so. Ich sage, wir sehen uns dort. Die meisten mögen ja halt beide Spiele. Von daher schaut halt mal bei Demon's Souls rein. Ist auch ganz witzig. Ja, ansonsten eventuell Dark Souls Staffel 3. Und wer keine Lust mehr zuzuschauen, ja, spätestens im März 2014. Dark Souls 2. Ich konnte es schon anspielen. Ja, das kann ich schon mal spoilern. Das wird halt in diesem Special auch thematisiert werden. Da muss ich erstmal Zeit mit meinem Gesprächspartner finden. Denn da wollen wir so eine kleine Show draus machen, die dann eventuell, wenn es gut ankommt, auch regelmäßiger machen wollen. Denn wir haben uns da ganz kennengelernt und hatten auch Spaß miteinander. Mal schauen, wie das so bei euch ankommt. Gut. Ja, ich wähle jetzt hier mal das andere Ende. In der letzten Staffel hatte ich ja das Leuchtfeuer hier angezündet und damit das erste Ende gezeigt. Ja, mit dem Caster möchte ich dieses Mal tatsächlich die oder das alternative Ende zeigen. Es gibt ja zwei Enden und da gehen wir nämlich einfach mal wieder hier raus und dann schauen wir uns das andere Ende an. My lord, bless thy safe return. Let Karth and Frampt serve your highness. We are here to serve your highness. Let true dark be cast upon the world. Our Lord hath returned. Ja, und an dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Und wir sehen uns im nächsten Projekt definitiv wieder. Bis dahin.